Allgude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 54 Herzflimmern. Harry war noch eine ganze Weile bei Hermine im Labor geblieben und hatte mit ihr gesprochen, sich von ihr trösten lassen. Er hatte gehofft, erneut Severus anzutreffen, wenn er den Hund für den abendlichen Spaziergang abholen würde, damit er sich nach seinem Wohlergehen erkundigen könnte. Doch offenbar hatte sich sein Kollege für den restlichen Tag komplett zurückgezogen. Nach dem Spaziergang brachte er den Hund zurück und trottete danach etwas niedergeschlagen in sein Zimmer, nur um dort Sirius anzutreffen, der per Levitation die Unordnung auf dem Boden beseitigte, die Harry zurückgelassen hatte. Als er seinen Patensohn bemerkte, fragte er: Was ist denn hier nur los gewesen, Harry? Nicht ganz ehrlich, erwiderte Harry. Ich musste schnell weg und bin über die Kiste gestolpert. Als Sirius die kleine Decke in der Luft schweben ließ, fragte er Harry mit verzogenem Gesicht: Willst du dieses mottenzerfressene Ding nicht endlich mal loswerden? Ich könnte es gleich in den Kamin. Nein, nein, leg's in die Kiste, sagte Harry, bevor er hinzufügte: Bitte. Es schien seinem Patenonkel zu missfallen, dass er die Decke behalten wollte. Ihm kam es seltsam vor, dass Sirius der Decke immerhin so viel Aufmerksamkeit geschenkt hatte, dass er sie angesprochen hatte, weswegen Harry sagte: Das ist die Decke, mit der Albus mich bei meiner Tante abgelegt hat. Die möchte ich behalten. Sein Patenonkel schnaufte verächtlich, bevor er sagte: Ich weiß zwar nicht, warum du dich gerade daran erinnern möchtest, aber bitteschön. Als ob ich mich daran erinnern könnte, sagte Harry augenrollend. Ich war doch viel zu klein. Nein, ich erinnere mich nicht daran, aber es ist eben meine Decke. Das Einzige, was mir in der ganzen Zeit, in der ich bei den Dursleys gelebt habe, allein gehört hat. Ich hatte sonst nichts Eigenes, Sirius. Das verstehst du doch, oder? Fragte Harry, woraufhin Sirius mit sich selbst im Zwiespalt zu stehen schien. Doch letztlich nickte er und ließ die Decke in die Kiste schweben. Eine große Bedeutung hatte die Decke für Harry tatsächlich nicht, aber sie war, wie er auch Sirius erklärt hatte, das Einzige, was ihm sein Leben lang allein gehört hatte. Während sonst Dudley derjenige gewesen war, der alles besessen hatte, auch wenn er mit all den Geschenken kaum was anzufangen wusste, bekam Harry zwar ab und an die kaputten oder ausrangierten Sachen seines Cousins, doch selbst die gehörten ihm nicht. Wenn Harry damals im Ligusterweg von der Hausarbeit müde gewesen war oder wenn er von Onkel Vernon oder Dudley und dessen Bande eine Tracht Prügel hatte einstecken müssen, dann hatte ihm die Decke abends beim Einschlafen geholfen. Sirius ablehnendes Verhalten kam Harry nicht nur sehr merkwürdig vor, sondern ließ die Frage aufkommen, warum sein Patenonkel beim Anblick der Decke das Gesicht verzogen hatte. Ganz so, als würde er Severus persönlich gegenüberstehen. Nachdem Sirius sich bereits in sein Zimmer zurückgezogen hatte, nahm Harry die Decke in die Hand und starrte sie an, während seine Gedanken sich zu überschlagen schienen. Ganz plötzlich durchfuhr ihn ein Geistesblitz. Natürlich musste die Decke etwas mit Severus zu tun haben. Sie musste wenigstens mit irgendeiner Situation aus der Vergangenheit in Zusammenhang stehen. Doch sein Patenonkel konnte und wollte Harry deswegen nicht fragen. Sirius und Severus waren sich noch immer nicht ganz grün. Auch wenn sie ihre Feindseligkeiten mittlerweile
auf pure Beleidigungen beschränkt hatten. Er musste jemanden wegen dieser Decke fragen und der Einzige, der ihm aus früheren Zeiten etwas Genaueres sagen konnte, war natürlich Remus. Per Zauber verkleinerte Harry die Decke und steckte sie in seine Hosentasche, bevor er hinüber zum Kamin ging. Trotz der vorangeschrittenen Stunde nutzte er die Gelegenheit, über das Flohnetz mit Remus Kontakt aufzunehmen. Remus meldete sich und er sah etwas müde aus, als er mit ermatteter Stimme fragte. Harry, ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Gibt es ein Problem? Nein, kein Problem. Aber etwas Dringendes. Ich weiß, es ist schon nach 11, aber ich würde wirklich gerne bei dir vorbeischauen. Nur ganz kurz, versprochen. Harry, ich weiß nicht, ich bin ziemlich... Remus konnte seinen Satz nicht beenden. Sirius hatte sein Schlafzimmer wieder verlassen und hörte Harry mit Remus sprechen, bevor er sich in die Unterhaltung einmischte und mit breitem Lächeln sagte. Hey Remus, altes Haus, lass uns beide vorbeikommen. Wir werden dich auch rundum bemuttern, du brauchst keinen Finger krumm zu machen. Sirius ließ weder Harry noch Remus eine Möglichkeit zu antworten, denn er stand bereits im Kamin, zog Harry zu sich heran und flohte zu Remus. In seiner kleinen, aufgeräumten Stube neben dem Kamin stand Remus und schaute etwas verdutzt aus der Wäsche, als seine beiden Freunde ihn einfach überrumpelten. Er hatte sich bereits zum Schlafengehen umgezogen und es schien ihm etwas unangenehm zu sein, dass Harry ihn das erste Mal im Nachthemd sah. Mit einem einzigen Blick entschuldigte sich Harry bei Remus, denn er wollte wirklich nicht lange bleiben und schon gar nicht wollte er Sirius mitbringen. Wie Sirius es versprochen hatte, wollte er seinen alten Freund bemuttern. Doch er stellte mit bekümmerter Miene fest, dass es in den Schränken der kleinen Küche nicht sehr viel zu holen gab, was er seinem Freund anbieten konnte. Eine angebrochene Packung Butterkekse und etliche Teebeutel schienen das Highlight der Küche darzustellen. Remus überraschte seinen Besuch jedoch mit einer riesigen Kiste voller Süßigkeiten, aus der sich seine Gäste nach Belieben bedienen durften. Remus hatte sich einen Morgenmantel übergezogen und auf der schmalen Couch Platz genommen. Es war ihm anzusehen, dass er müde und geschafft war, auch wenn er das seinen Freunden gegenüber niemals zugeben würde. Sirius war bereits auf Hochtouren und plauderte fröhlich drauf los. Er erzählte von Anne und was sie in den letzten Tagen zusammen unternommen hatten. Sogar den unvorhergesehenen Besuch Narzissas schnitt er an und er machte die Frau derweil nieder, woraufhin Remus lediglich trocken konterte, dass er sie eigentlich sehr nett fand. Nur kurz hatte er mit dieser Aussage Sirius doch tatsächlich mundtot gemacht. Aber schon bald machte er wieder Witzchen und erzählte ein paar Anekdoten. Mit einer Hand knetete Harry die verkleiderte Decke in seiner Hosentasche, während er gelangweilt den Schilderungen seines Patenonkels lauschte, die ihn im Moment nicht einmal auch nur ein wenig aufheitern wollten, wie sie es sonst taten. Mit seinen Gedanken war er bei Severus, dem es heute so schlecht gegangen war, dass Harry sich aufrichtig um ihn sorgte. Ihn interessierte es im Augenblick nur, hinter das Geheimnis der Decke zu kommen. Denn so könnte er vielleicht Licht ins Dunkel bringen und Severus helfen. Die Frage brannte ihm auf dem Herzen, aber mit Sirius im Raum wollte er das Thema nicht ansprechen. Remus blickte mehrmals zu Harry hinüber, der gedankenverloren auf den Tisch starrte und seine Hosentasche malträtierte. Remus konnte sich ein Gähnen nicht verkneifen und nahm endlich seinen Mut zusammen, um zu sagen: Entschuldig mich, Harry, Sirius, aber ich bin wirklich müde. Enttäuscht presste Harry seine Lippen zusammen, denn er wusste, dass er heute keine Antwort erhalten würde, obwohl er sie so dringend bekommen wollte. Kein Problem, Remus, wir sehen uns bestimmt bald wieder. Erhol dich, ja? Sagte Sirius, während er dem schmalen Mann auf die Schulter klopfte. Sirius stand bereits im Kamin, als Harry sagte, »Geh schon vor, ich komme gleich nach.« Stutzend hielt sein Patenonkel inne, bevor er unsicher grinste und fragte,
Hab wohl Geheimnisse vor mir. Harry erklärte daraufhin, dass der Remus lediglich eine einzige Frage stellen wollte, doch Sirius ließ nicht locker und warf Harry enttäuscht vor. Seit wann sagen wir uns nicht mehr alles, Harry? Etwas gereizt konterte Harry. Weil dich das Thema sowieso nicht interessiert. Bitte, Sirius, ich komm gleich nach. Bockig schnaufte sein Patenonkel, bevor er beteuerte. Ich bleibe hier. Ich möchte wissen, was ihr im Schilde führt. Remus ahnte, dass Harry ihn etwas über Severus fragen wollte. Und ganz offensichtlich war es für ihn so wichtig, dass es nicht bis morgen warten konnte. Weshalb er ihm freundlich nahelegte. Dann mal raus damit, Harry. Zunächst musste Harry kräftig schlucken, bevor er die alte Decke aus der Hosentasche fummelte, ihr mit seinem Zauberstab ihre normale Größe wiedergab und sie Remus zeigte, der gleich darauf große Augen machte, weil auch er sie wiedererkannte. Sirius zeterte aufgebracht. Wozu hast du das alte Ding mitgebracht? Ich hätte es vorhin doch verbrennen sollen. Mit einem Blick brachte Harry ihn zum Schweigen, bevor er Remus leise und mit ernster Miene fragte. Was hat es mit der Decke auf sich, Remus? Bevor Remus antworten konnte, griff Sirius nach der Decke, um sie ins Feuer zu werfen. Doch Remus war schneller. Er zückte seinen Zauberstab und führte einen Aufrufezauber aus, um die Decke an sich zu reißen. Mit ruhiger Stimme empfahl er seinem alten Freund. Sirius, vielleicht wäre es doch besser, wenn du schon vorgehst. Harry bleibt nicht lange. Sirius ignorierte die Worte, setzte sich auf das Sofa und verschränkte eingeschnappt die Arme vor der Brust. Fast zeitgleich seufzten Harry und Remus, bevor sich beide die Decke anschauten. Remus wollte soeben eine Antwort geben, da fauchte Sirius. Ich hab nie verstanden, warum Lily diese verdammte Decke überhaupt behalten hat. Sirius, bitte, entweder sei still oder geh, aber störe uns nicht, sagte Remus in einem eindringlichen Ton, den man sehr, sehr selten von ihm zu hören bekam. Als Sirius laut wurde, weil er sich den Mund nicht verbieten lassen wollte, drohte Remus sogar damit, ihn aus der Wohnung zu werfen, was Harry langsam zu viel wurde. Aufgebracht und am Ende enttäuscht klingend sagte er, »Ich wollte hier wirklich keinen Streit entfachen. Ich will doch nur wissen, was es mit dieser Decke auf sich hat. Aber wenn ich das hier so sehe, muss das wohl warten.« Entnervt nahm er Remus die Decke ab, bevor er sie wieder verkleinert in seine Tasche verschwinden ließ. Sirius schaute Harry mit vor Wut funkelnden Augen an und zeterte. »Die Decke kann dir genauso egal sein wie der Typ, von dem sie stammt.« »Es ist genug, Sirius?« mahnte Remus, der eher ein Problem mit der Lautstärke hatte, die Sirius mittlerweile benutzte. Verdutzt fragte Harry nach. »Welcher Typ?« Nachdem er tief ein- und ausgeatmet hatte, antwortete Remus ihm etwas sarkastisch. »An Sirius' Reaktion müsstest du doch schon erahnen können, welcher Typ wohl gemeint sein könnte.« Natürlich ahnte Harry, auf was Remus anspielte, doch konnte er die Zusammenhänge nicht verstehen, weswegen er unsicher nachfragte. »Wenn die Decke von Severus stammt, wie kommt sie dann zu meiner Mutter? Hat er sie ihr geschenkt?« Wieder schaltete sich Severus ein und sagte sarkastisch. »Der Idiot wusste einfach nicht, wann Schluss ist. Es war nur eine nette Geste von ihm, Sirius, und nicht mehr,« konterte Remus verteidigend. »Ach Blödsinn! Die beiden waren längst verheiratet und hatten gerade ein Kind bekommen. Und ganz plötzlich taucht der Verschmähte aus der Versenkung auf und schickt per Eule ein kleines Präsent, um sich wieder ins Gedächtnis zurückzurufen. So sieht das nämlich aus und nicht anders,« sagte Sirius mit erhobener Stimme, denn er schien, sich in seinen alten Hass hineinzusteigern. Seine Beherrschung behaltend warf Remus im ruhigen Tonfall ein. Lily hätte das Geschenk ja auch zurückgeben können, aber sie und James, ja, du brauchst gar nicht mit den Augen zu rollen, Sirius, beide haben das Geschenk angenommen. Denn es war an die Eltern gerichtet. Selbst James hat eingesehen, dass man das alte Kriegsbeil vielleicht langsam mal begraben könnte. Und Severus wollte damit den Anfang wagen. Aber du konntest es dir ja nicht verkneifen, immer wieder mit deinen Einwänden aufzuwarten und James zu bequatschen, bis es zu spät war. Die Ruhe, die Remus während seiner vorwurfsvollen kleinen Rede ausstrahlte,
schien Sirius nur noch wütender zu machen. Zornesfurchen bildeten sich bereits auf seiner Stirn, als er konterte. Er ist dir nachgestiegen, wo es nur ging und... Nachgestiegen? Unterbrach Remus, ungläubig lachend. Wenn jemand Mädels nachgestiegen ist, dann warst du das ja wohl. Der Beschuldigte imitierte Remus und lachte hämisch, bevor er antwortete. Ich brauchte überhaupt nichts zu machen, das weißt du ganz genau. Die sind alle auf mich geflogen, ich brauchte nur eine Hand ausstrecken und... Wieder unterbrach Remus, der mittlerweile etwas aufbrausender wurde, aber noch längst nicht so wie Sirius, als er vorwurfsvoll sagte. Oh ja, ich weiß es noch sehr wohl, mein Guter. War ein kleiner Sport von dir, anderen die Mädchen auszuspannen, nicht wahr? Ein verträumter Blick hier, ein Schokofrosch da, und schon hast du sie um den kleinen Finger gewickelt. Hast du ja nicht nur einmal gebracht in den 7 Jahren. Harry traute seinen Augen und Ohren nicht. Weder hatte er die beiden jemals so aufgebracht erlebt, noch in dieser Lautstärke streiten hören. Selbst wenn Remus sich damals auf einem Ordenstreffen Gehör verschaffen wollte, hatte er seine Stimme nie so sehr erhoben wie jetzt. Harry selbst wurde gar nicht mehr von den beiden beachtet. Er fühlte sich schlecht, weil er mit seiner plötzlich so unwichtig scheinenden Frage eine solche Auseinandersetzung entfacht hatte. Aber das, was ihm hier zu Ohren kam, war viel zu interessant, als dass er es wagen würde, die beiden zur Vernunft zu bringen. So lauschte Harry weiterhin gespannt und hoffte auf einige Details, und die kamen prompt. »Was kann ich denn dafür, wenn die Mädchen sich in mich vergucken?« fragte Sirius scheinheilig. Remus schüttelte genervt den Kopf und warf seinem alten Freund vor. »Du hast sie angemacht, obwohl du wusstest, dass sie mit jemandem fest zusammen waren. Sowas ist nicht witzig, Sirius. Wie war das denn zum Beispiel mit den Weihnachtsbällen?« Sirius erwiderte nichts, sondern kniff nur verlegen die Lippen zusammen, während er seinen Blick im Zimmer herumschweifen ließ, als wäre er sich durchaus seiner Missetaten bewusst. Remus erinnerte ihn daran. »Du hast ab der 5. nie eine eingeladen, sondern hast immer bis zum letzten Tag gewartet. Und die ganze Zeit über bis zum Ball hast du wie ein arroganter Macho im Gemeinschaftsraum ständig mit einem fiesen Grinsen gesagt, mal sehen, wen ich am Abend des Balls überreden kann. Das war echt das Letzte. Kurz vor Beginn des Weihnachtsballs jemandem das Mädchen auszuspannen.« Eher zu sich selbst sagend, fügte Remus abwertend hinzu. »Schürzenjäger.« »Jetzt beleidigst du mich auch noch«, sagte Sirius, der jedoch nicht wirklich beleidigt klang. Verschmitzt und derweil mit einem Zeigefinger wackelnd, entgegnete Remus. »Oh, der Begriff stammt nicht von mir, mein Guter.« Auf Sirius' fragenden Blick hin, erklärte er. »Ich habe mal James' Mutter gehört, die dich so nannte. Ja, ja, brauchst gar nicht mit dem Kopf zu schütteln. Die wusste nämlich ganz genau, was du für einer warst.« Verdutzt fragte Sirius. »Hatte sie etwa Angst um Lily? Ich hätte nie...« Remus unterbrach ihn und machte Sirius den Vorwurf. »Du hast Lily doch nur außen vor gelassen, weil James auf sie stand und weil er dein bester Freund war. Sonst wäre sie doch nur eine von vielen auf deiner Liste gewesen. Du kannst dich ja wohl kaum über meine Bekanntschaften beschweren, Remus. Hast du reichlich von ihnen abbekommen oder ist dir das etwa entfallen?« fragte Sirius stichelnd. »Ich hab die Abenddinger wieder aufgebaut, nachdem du mit ihnen fertig warst. Die brauchten jemand zum Reden und glaub mir, nach dem, was ich da so hören musste, war meine Meinung über dich nicht immer die beste.« Sirius stand erbost auf und stürmte auf Remus zu. In diesem Moment wünschte Harry, dass der Streit aufhören sollte. Er wünschte sich, dass die beiden sich wieder vertragen sollten, und er wollte, dass alles wieder gut werden würde, und nur deshalb schloss Harry für einen Moment die Augen, während er sich alles wünschte, doch als er sie öffnete, da waren die beiden nicht mehr da. Harry war nicht wirklich erschrocken darüber, dass er die beiden nicht mehr sehen konnte, denn irgendwie hatte er damit gerechnet und trotzdem wich er einen Schritt zurück. Im Gegenteil, zu den anderen Malen, wo ihm das passiert war, war er dieses Mal völlig angstfrei. So konnte er in Ruhe logisch denken und seinen nächsten Schritt überlegen. Severus hatte ihm gesagt, wenn das noch einmal passieren sollte, sollte er die Leute, die er nicht mehr sehen konnte, mitbringen. Mutig sagte Harry in den leeren Raum hinein. »Ich sehe euch nicht mehr.« Er wartete, bevor er seinen Satz wiederholte, und stellte sich dabei vor,
wie die beiden sich nun beruhigten und ihn besorgt anblickten. Als er davon ausging, die Aufmerksamkeit der beiden Streithähne auf sich gezogen zu haben, fügte er hinzu: Severus hat gesagt, es wäre besser, wenn die beiden Personen, die ich nicht sehen kann, mitkommen würden, wenn ich zu ihm gehe. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.